Ja, gerade noch hat's an der Tür geklingelt und ich rannte hin und wollte der Paketbotin das Paket aus der Hand reißen. Da wollte die erstmal ein Perso sehen. Also wusste ich gleich, das kann nur die Collector's Edition von Watchmen, die ich jetzt mit euch auspacken werde. So, Moment, jetzt muss ich die Kamera in die andere Hand nehmen, das Messer hier greifen und sehen, ob ich das irgendwie vernünftig ausschneiden kann. Dazu müsste ich die Kamera erstmal irgendwo ablegen, aber vielleicht geht das ja auch mit einer Hand. Schneide ich hier überhaupt richtig? Keine Ahnung. Einmal elegant total vorbeigeschnitten. Ach so, das ist sowas. Okay. Jetzt muss ich erstmal da runterkommen. Ja, ich weiß, ihr seht schon einen Profi am Werk. Ohne mich würde die Welt untergehen. So, einmal drehen. Und hier nochmal das gleiche. Na, komm schon. So. Damit ist die erste Schicht offen. Ja, hier wieder, ne? Die Jesus-Schuhe und der, wie heißt die, Regine Pfeiffer Gedenkteppich. Das dezente Rauschen im Hintergrund kommt von dem Müllkasten da. So. Und wie erwartet, in dem PC ist, in dem Paket ist noch ein Paket. Ah. Ah. Und noch ein bisschen Werbung. Ah. Boah. So, jetzt muss ich mir erstmal meine Muskeln spielen lassen. So. Das Ding kann weg. Und hier auch einmal dezent wieder mit dem Messer langschneiden. Und dann sehen wir auch schon. Ah. Scheiße. Sehen wir auch schon, dass ich nochmal hier mit dem Messer lang muss. Zack. Auf der anderen Seite eventuell auch nochmal. Yep. Hier auch nochmal. Zack. Und dann sehen wir auch schon Watch Dogs, die Death Deck Edition. Und das alte Ding hier. Und da sieht man schon in der Reflexion meinen wunderschönen Kronleuchter mit einer Patrone. Ach ja, ich liebe es, wenn mein Raum so dezent eingerichtet ist. So, jetzt heißt es erstmal, die ganzen Kappes da rausbekommen. Das würde einfacher gehen, wenn ich die Kamera irgendwie ablegen und Moment, erstmal Wampe ausfahren, dann kann ich die auch so halten. Na, bitte, es geht doch. Ah. So. Als wären die Verpackung natürlich nicht schon genug, hat Watch Dogs auch noch mal so eine wunderschöne Schicht hier rum. Die kann man vielleicht hier an der Seite so bisschen kaputt reißen, na bitte, es geht doch. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. So. So. Ja. Jetzt ist die Frage, wie bekomme ich den ganzen anderen Caps da raus? Ganz klar, nochmal mit dem Messer. Ganz vorsichtig lang gehen. So. Sehr schön. Haben wir das auch fast geschafft. Nochmal gegen die Wampe stemmen, die Kamera. Na, wo ist die olle Folie? Einmal umdrehen. Da ist sie. Dann nehme ich noch schnell die andere Folie. Zack, und schon rutscht mir die Kamera von der Wampe weg. Na gut, so. Also, das ist es, die ausgepackte Edition von Watch Dogs. So, und jetzt geht's ans richtige Auspacken. Dazu einfach hier oben einmal vorsichtig, ja, einfach aufmachen. Nochmal auf die Seite hauen. Oh Gott, flattert mir hier schon alles auseinander, das sehe ich schon. Und vielleicht kann ich ja. Das will nicht. Ja, mit einer Hand ist es ziemlich schwer, wenn ich ehrlich sein soll. Scheiße. Ich leg einfach mal, weil ich es kann, die Kamera ab. Aha. Im Vordergrund wunderschön mein Messer. Bleibt zu. So. Einmal wunderschön wieder den Gebetsteppich von
Helene, nee, wie heißt die? Christiane Pfeiffer. So. Jetzt kann man das Ding so aufmachen. Kann man das hier eigentlich auch noch so wunderschön wegklappen? Weiß ich nicht. Ah, hier vorne, siehst du, es geht doch. Und voilà, schon ist die Death Deck Edition offen. Und hier vorne haben wir ein Steelbook. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ein Steelbook. Ist da auch was drin? Das weiß ich nicht. Nochmal gegen die Wampel in die Kamera. Und nein. Aber es ist ein... Achso, muss ich mal richtig in die Kamera halten. Aber es ist ein Steelbook. Rückseite. Vorderseite. Weiter. Dann hätten wir hier das Spiel Watch Dogs. So sieht es von hinten aus. Es braucht eine Uplay-Aktivierung. Ach, jetzt kann ich den Scheiß wieder nicht scharf stellen. Wüsste ich auch gerade nicht, wie das geht. Ne, sehe ich nicht. Vielleicht ranzoomen. Yep, da. Von Ubisoft. Naja, gut. Ihr werdet es sicherlich gesehen haben. So, wieder rausfahren, wieder rausfahren, wieder rausfahren. Ach, guck mal auf der Havoc Engine. Das hätte ich nicht erwartet. Na gut. Uplay muss es aktiviert werden. Hacking is our weapon. Das kommt direkt mal dort mit hin. Dann hätten wir hier den offiziellen Soundtrack von Watch Dogs. Das habe ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht erlebt, dass man einen Steelbook und den Soundtrack gleichzeitig bekommt. Und hier sind wie viele Titel drauf? Ich weiß es nicht, 13 Titel. Escape from Chicago ist der letzte und The Loop ist der erste. Gut, legen wir mal da hinten mit hin. The Map of Chicago. Eine Karte von Chicago. Kriegt man das Ding hier? Achso, nee, das ist nur aufgemalt. Das Ding kriegt man... Ja. Ja. Da. Okay, zeige ich später. Zeige ich später. Jetzt muss ich den Scheiß nur erstmal wieder zusammenbekommen. So. Sehr schön. Dann hätten wir hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da drin ist. Mal gucken. Kriegt man das Ding auf am elegantesten? Ach so, das ist. So war's. Moment. Tada. Und hier sehen wir einen Satz Karten. Tatsächlich ein Satz Karten. Watch Dogs und ein Smiley. Und zwar T-Bone. Wieder mit Watch Dogs auf der Rückseite. Clara Lille. Und nochmal Watch Dogs und Aiden Pierce. Pierce. Ja, durch die Kamera zu lesen ist ein bisschen schwer. So, das ist also ein kleines Kartenset. Und dann hätten wir hier noch... Na komm schon, als letztes hätten wir noch Deffelt oder so. Noch irgendwas drin? Nö. Gut. Ausgepackt, legen wir mit zur Seite. Den großen Kasten öffnen wir gleich, denn wir haben ja hier noch... Solche Anstecknadeln, einmal mit dem Symbol dort drauf, einmal mit der Geschichte, das ist auch eine Anstecknadel, ziemlich nice. Und das ist sowas. Und auf der Rückseite, naja, da sieht man einfach nur, dass es Anstecknadeln sind. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zum allerletzten und das ist dann nichts weiter als dieser große Kasten hier, den ich irgendwie mal aufkriegen muss. Oder rausheben. Rausheben ist, denke ich, auch eine ganz gute Idee. Ach, guck mal, noch eine Kleinigkeit. Das Watch Dogs Art Book. So, damit ist die Kiste hier leer. Da kann ich die mal eben meine Flasche mit umschmeißen, genau. Ja, gut, die liegt da gut, die liegt da gut. So, ich kann erstmal das erste Mal das Buch aufmachen, aber es bleibt wenigstens offen. So, hier ein bisschen Vorgeschichte. Und dann sehen wir hier zum Beispiel die reizende Clara Lyle. Und hier drüben noch eine andere Figur, die ich noch nicht kenne, weil ich das Spiel noch nicht gespielt habe. Und hier hauptsächlich Geschichten. Gut. Können wir uns bei Gelegenheit auch nochmal angucken, wenn ihr das möchtet. Okay. Kümmern wir uns um das große Ding hier. Hier haben wir hier unten einmal so eine Geschichte. Ist mir zu blöd, komm. Das Ding durch? Nein, nicht mal im Ansatz. Hey, guck mal, ich habe meine Fingernägel geschnitten. Haha, Achievement. So, ich glaube, jetzt habe ich es durch. Na, scheiß drauf.
Wisst ihr was? Start doch mal diesen wundervollen Karton an, während ich als einsamer Rächer versuche, dieses olle Ding hier abzubekommen. Ach, guck mal. Das war Nummer 1. Onus. Sehr dezent gelöst. Ach, scheiße, jetzt kriege ich das Ding hier von meinem Finger nicht ab. So. Und die andere Seite auch nochmal. Obwohl, ich kann das Ding ja eigentlich auch so öffnen. Dazu lege ich einfach mal mein Messer wieder hin. Da liegt's. Und dann öffnen wir das Ding jetzt einfach mal. Moment, ich muss... So, jetzt. Jetzt können wir es machen. Irgendwie. Ja, da öffnet sich's. Und... Ich bin mir nicht sicher, ob der Typ jetzt richtig rum ist, aber es ist offen. Aha. Eine Figur von unserem Hauptcharakter. So sieht die aus. Da nochmal mit dem schicken Handy, wo gerade ein paar Befehlszeilen drin sind. Hier unten mit dem Symbol. Da mit einer schicken Waffe. Was soll das für eine Waffe sein? Weiß ich nicht. Sieht aus wie meine 1911er, die da hinten rumliegt. Ja. Und, naja. Von hinten halt. So, jetzt einmal drehen. Und wieder aufstehen. So. So sieht der ganze Mist dann aus. Das ist die Death Deck Edition. Death Zack Edition von Watch Dogs. Machen wir hier einen ganz kurzen Cut. Gleich geht's weiter mit der Karte von Chicago. Juhu. Und danach ist Schlüssel. So, draußen ist es gleich wieder dicken dunkler geworden. Naja, habe ich halt Lampe angemacht, meinen schicken Kronleuchter. So, das hier ist die Map von Chicago. Okay, der Witz war jetzt trocken. Natürlich ist Ditte hier die Map von Chicago. Moment, da muss ich die Kamera so rüberhalten. Muss ich Benzel abmachen. So, Ditte hier ist die Map von Chicago. Hier oben ist Povney. Und das hier ist die Legende. Und hier ist Mad Mile. The Loop. Breaking Dogs, The War, Square Enix und der ganze Rest von Chicago. Oder zumindest das, was man davon sieht im Spiel. So. Sonst noch irgendwas? Ja, falls ihr vom schicken, wie heißt das Ding, Artbook noch ein paar Dinger, Teile sehen wollt, wenn ich das mal mit euch angucken soll, dann natürlich kein Problem, könnt ihr mir gerne schreiben. Mache ich dann auch, wenn nicht, naja, dann lasst es halt. Ja, gut. Ob ich das Spiel Let's Playen werde, keine Ahnung, es haben schon so viele getan. Dass es fast unnötig wäre und jetzt habe ich die Karte falsch geknickt, oh, wie ich das liebe. So, mal gucken, wie muss die denn gefaltet werden? Ich glaube, ich war schon richtig, oder? Ne, halt. Ha, jetzt habe ich's. Erst die Geschichte, dann... Ne, halt. Ah, es ist so schwer, diese Karten zu knicken. So, na komm schon. So, wieder Kamera gegen die Wand bestimmen. So... So, so. Und finally dann so. Und da ist dann wieder die Watch Dogs. Chicago Map, gut. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gut gefallen. Wenn ja, naja, wie immer, abonnieren. Nee, Quatsch. Kommentieren, bewerten, abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Box Review wieder. Ja. Und bis dahin. Tschö, ne?